Ja, einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück auf Bühne 4. Wir starten in den Tag mit Markus Netilla und Markus Metz, beide von der Firma Mundialis. Und sie geben uns einen Ausblick auf das kommende GRASGIS 8. Und damit wünsche ich euch und allen viel Vergnügen. Bitte, Markus. Ja, guten Morgen zu unserer Demo-Session GRASGIS 8. Die Version 8.0.0 Alpha. Wir möchten heute gerne vorstellen, was sich in den letzten Jahren getan hat und entsprechend dann zeigen, welche Möglichkeiten mit GRASGIS 8 zur Verfügung stehen. Der aktuelle Stand ist, dass wir eine Testversion haben. Diese Testversion läuft allerdings schon sehr gut und der Plan ist, dass wir in absehbarer Zeit, also sprich in den nächsten Wochen, die finale Version veröffentlichen. Es hat eine erste Preview-Version gegeben am 6. Juni, das war also neulich. Die große Neuigkeit dieser Version ist, dass die Benutzeroberfläche überarbeitet wurde. Ansonsten aber auch sehr viel weiteres hier ergänzt, verbessert und so weiter wurde. Zu den Vortragenden, mein Name ist Markus Neteler. Ich bin hier zusammen mit Markus Metz. Wir sind beide bei Mundialis und auch schon sehr lange, seit vielen, vielen Jahren in der GRASGIS-Entwicklung involviert. Ich kümmere mich um das Release-Management ungefähr seit 1998. Und es ist natürlich ein Community-Projekt, daher, also sagen wir so, weniger relevant, wer jetzt genau die Releases macht, sondern im Endeffekt geht es immer darum, wer eigentlich überhaupt an der Softwareentwicklung arbeitet und natürlich, wer auch diese Software nutzt, denn das Feedback ist sehr wichtig. Ich möchte jetzt gleich kurz darauf eingehen, wo es überhaupt die Software gibt, wo es auch Demo-Daten gibt. Und dann werden wir in dieser Demo-Session verschiedene Dinge zeigen. Mal gucken, wie gut es klappt. Die grafische Oberfläche natürlich zeigen, Geländeanalyse, verschiedene andere Dinge, die hier aufgelistet sind. Und mal gucken, wie das läuft. So, dann schalte ich um auf die Webseite. Die sieht nämlich so aus, die haben wir auch vor kürzerem erneuert. Das heißt, hier lassen sich natürlich die üblichen Dinge finden, also der Software-Download. Es gibt sehr viele Tutorials, man kann beitragen und so weiter. Ich gehe mal kurz zum Download. Hier sind für verschiedene Betriebssysteme und das ist eben auch sehr wichtig, dass GRAS im Prinzip auf allen möglichen Betriebssystemen funktioniert, sind hier beschaffbar. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, GRAS in der Cloud laufen zu lassen. Es gibt verschiedene Docker-Images und so weiter. Und zu guter Letzt, neben den Add-ons, also vielen Erweiterungen, gibt es auch noch Sample-Data, um mit diesen Daten üben, mit diesem System üben zu können, sich es anzugucken und so weiter. Und einige dieser Sample-Daten werden wir heute auch benutzen. Noch ein kurzer Blick hier auf die Tutorials. Es gibt eine große Anzahl an Videos und an Tutorials in verschiedenen Sprachen hier zu sehen. Und nicht zu guter Letzt die Handbuchseiten. Hier ist noch GRAS 7.9 verlinkt. Das werden wir auch in nächster Zeit aktualisieren auf 8.0, sobald es soweit ist. Und im Endeffekt sind die Unterschiede marginal. Aber natürlich ist es klar, dass wir mit dem heutigen Tage zum ersten Mal die Version GRAS 8.0.0 Alpha zeigen können. Gut, dann kann es erstmal losgehen. Wie schon bekannt ist GRAS natürlich offene Software, also freie Open Source Software, die auch modifiziert werden kann. Die Software selber ist bei GitHub, wird bei GitHub verwaltet. Und darüber erstellen wir letztlich auch mal die ganzen Releases, die es gibt. Es gibt mehr als 500 Module für die räumliche Arbeit. Das ist sehr viel, aber diese Software ist natürlich auch strukturiert und insofern ist das letztlich relativ einfach, damit klarzukommen. So, um mit dieser Software arbeiten zu können, ist es notwendig, einen Beispieldatensatz zu haben. Und den will ich gleich mal zeigen. Jetzt erstmal hier raus.
Dazu müssen wir natürlich die Software starten. Ich habe mir hier so ein Icon hingelegt und mit diesem Icon kann ich entsprechend die Software aufmachen. Das Ganze sieht dann so aus. So, alle diejenigen, die schon mal mit Gras gearbeitet haben, werden sich vielleicht wundern, wo ist denn dieser Start-up-Screen geblieben? Den gibt es nämlich nicht mehr. Die Software wurde dahingehend geändert, dass sie, wie jede andere Software auch, einfach startet und das Menü geöffnet wird. Ich habe jetzt hier schon einige Datensätze vorbereitet, aber im Endeffekt ist das jetzt eine der großen Neuigkeiten in GRASGIS 8. Das hat intern sehr viel Änderungen zur Folge gehabt und und im Endeffekt lassen sich dann hier über das Menü natürlich die üblichen Blöcke ansteuern, die ganze Rasterdatenverarbeitung, Vektordatenverarbeitung, sehr viele Funktionen, Bildverarbeitung. Dann gibt es 3D-Ansichten, beziehungsweise in diesem Fall geht es hier um Voxelverarbeitung, Datenbankanbindung, die ist SQL-basiert und Zeitreihenanalyse. Das ist auch eine der interessanten Dinge in GRASGIS, dass komplette Zeitreihenanalyse für Raster- und Vektordaten wie auch volumetrische Daten vorliegt. Das heißt, es ist keine doppelte Datenhaltung in diesem Fall, sondern die Daten werden so gehalten wie immer, aber die Metadaten ordnen sozusagen den Datenstapel in die Zeit ein und darüber lassen sich dann alle möglichen Dinge tun. Gut, es gibt einen Datensatz, der heißt Natural Earth, der ist frei verfügbar und dieser Datensatz wurde schon aufbereitet, um, wenn jetzt angenommen, Sie und ihr mit einer leeren Grasinstallation startet, dann sieht das ungefähr so aus. Und dann lässt sich hier über diesen Knopf ein Download von Sample Data durchführen. Und hier haben wir schon einige Datensätze vorbereitet. NC, das ist North Carolina. Das ist ein klassischer Open Data Datensatz, den es seit 2008 gibt. Und hier unten ist Natural Earth Dataset angegeben, der jetzt runterladbar wäre. Das werde ich jetzt nicht tun. Also wird dann so ausgeladen, ausgewählt, dann auf den Download-Knopf drücken, mache ich nicht, weil ich das schon getan habe. Und dann wird dieser Datensatz hier integriert und würde sich dann hier in dieser auf diese Art und Weise präsentieren. So, jetzt kann ich das hier weiter aufklappen. Das sind verschiedene Ordner. Und das ist dann im Endeffekt auch ein ganz bisschen Terminologie, ist aber nicht viel. Dieser Hauptordner, der wird in GRAS-Sprech auch Location genannt. Das ist letztlich nichts anderes als ein Projektordner. Und innerhalb dieses Hauptordners können wir ein oder mehrere Unterordner haben, um die Daten zu organisieren. Ich kann mal hier was anderes zeigen. Das ist hier ein anderer Datensatz, dieser North Carolina-Datensatz nämlich, der auch frei verfügbar ist. Hier gibt es auch wieder diese Permanent-Geschichte. Und dann gibt es noch weitere Ordner, dieser heißt meinetwegen User One und wie sie da auch alle heißen. Die Idee ist einfach nur, die Daten besser organisieren zu können. Und was auch wichtig ist, GRAS ist ein Multi-User-System. Das heißt, es ist möglich, diesen Oberordner hier in ein Netzwerkverzeichnis zu speichern und dann von verschiedenen Rechnern drauf zugreifen zu können. Und die Nutzerinnen und Nutzer, die das System dann gleichzeitig nutzen, können sich so organisieren, dass jeder oder jede ihre eigenen Unterordner hat. Diese hier werden Location genannt, diese werden Mapset genannt. Ist aber letztlich auch nicht so wichtig, wie sie heißen. Das Wichtige ist, dass diese Permanent Mapset immer existiert. Und da kann zum Beispiel die Basiskartografie rein. Da sind aber auch Informationen gespeichert, zum Beispiel über die Projektion, die hier vorliegt. Das ist natürlich so, dass verschiedene Daten unterschiedliche Projektionen haben können. Die können in einer Location nicht gemischt werden. Man kann zwar on the fly importieren und reprojizieren, aber es können nicht verschiedene Projektionen gemischt werden. Das ist eine bewusste Entscheidung des GRAS-Teams. Einfach deshalb, weil eine Reprojektion immer eine Modifikation der Daten darstellt. Und deshalb werden die hier separat gehalten können, aber natürlich reprojiziert werden. So, wir haben das jetzt erstmal gestartet hier und ich schalte jetzt mal um auf diesen Datensatz. Und das geht ganz einfach, indem ich mir hier zum Beispiel eine Karte aussuche und doppelklicke. Jetzt werde ich gefragt, möchte ich dahin switchen? Ja, bitte. Jetzt startet einmal kurz das Display neu
Und zwar deshalb, weil wir gegebenenfalls eine andere Projektion haben. Aber damit sind wir sozusagen mit sauberen Settings unterwegs. Und wie zu sehen, haben wir jetzt hier umgeschaltet und kann jetzt hier verschiedene Daten auswählen. Dieser Datenkatalog hat übrigens in GRAS 8 eine ganz neue Bedeutung erhalten, weil er hier sehr relevant und prominent an erster Stelle steht. Was es bislang schon gab, ist hier die Displayleiste, sozusagen die Legende. Hier kann ich die Karten an- und ausschalten. Ich kann mir nochmal eben eine zweite Karte dazu holen. Über Doppelklick die Länderkarte, kann die halt entsprechend umschalten. So, dann gibt es hier noch mehr Tabs. Die Moduleliste. Hier kann ich auch nach Themen suchen. Ich will irgendwas mit Water machen. Und dann zeige ich mir das System, was gibt es denn so? Für diejenigen, die schon mal GRAS in QGIS gesehen haben, unter Processing, da gibt es auch die entsprechende Suche. Das ist ähnlich gemacht. Hier lassen sich dann eben die einzelnen Kommandos ansteuern. Und dann kriege ich den entsprechenden Dialog. So, da kommen wir später zu. Dann gibt es hier eine Konsole. Da kann ich auch Befehle eintippen. Es gibt hier, wie zu sehen ist, immer dann die Vormöglichkeit, hier eine kleine Online-Hilfe zu bekommen. Ich kann mir die quasi wieder Kommandozeile, kann ich, oder es ist die Kommandozeile, kann hier Befehle eintippen, kann das wieder rausholen und so weiter. Und diese Befehle hier, die kommunizieren auch direkt mit dem Monitor. Dann kommt das raus. Rivers. Die werden dann gleich angezeigt und wie ich sehen kann, sind die hier auch gleich im Display dabei. So, soweit zur Konsole erstmal. Und dann gibt es noch einen vierten Tab, das ist die Python-Konsole. Auch sehr interessant, weil ich jetzt hier direkt Python programmieren kann und diese Python-Shell, die redet direkt mit dem Monitor bzw. mit den Daten. Es gibt auch einen Simple Editor hier, da lässt sich vielleicht noch ein bisschen komfortabler dann entsprechend was eingeben. Und hier kann ich dann auch auf Ausführen drücken und dann wird dieser Befehl, der hier steht, zeige mir die aktuelle Ausdehnung der Karte, wird dann direkt ausgeführt. Gut, gehen wir zurück. Also ich habe entsprechend umgeschaltet hier über den Data Manager, kann also einfach durch Doppelklicken umschalten. Ich kann auch hier zum Beispiel wieder zu meiner ersten Karte zurückgehen. Dann würde ich eben entsprechend gefragt, ob ich da zurückschalten möchte. Dann wird das hier, setze ich das hier neu und ich bin wieder so wie vorher aufgestellt. Gut, ich gehe wieder zurück, weil dieser Datensatz ein bisschen mehr Inhalt hat. So, Karten betrachten haben wir gemacht. Wir haben auch vorhin schon einmal die Vektorkarte angeguckt. Also erstmal auswählen, dann sehe ich die. Die deckt natürlich jetzt im Moment alles zu. Ich kann hier den Reihen, den Kartenstapel umorganisieren. Ich kann aber auch noch mehr tun, nämlich durch Doppelklick wiederum jetzt hier drauf zugreifen und verschiedene Einstellungen machen. Ich kann zum Beispiel sagen, der Hintergrund soll, die Füllung soll transparent sein. Und damit wird die natürlich transparent und ich sehe nur noch hier die Ränder der einzelnen Länder. Ich kann Zufallsfärbung machen, dann werden die eingefärbt. Ich kann auch hingehen und sagen, meine Farben, die sollen aber lieber aus einer Spalte kommen, bei den Attributen zum Beispiel. Dann könnte ich hier sagen, bitte gerne zum Beispiel eine RGB-Spalte benutzen, die ich dann erstellt hätte. Und dann würde ich auch eine kontrollierte Farbgebung hier auswählen können. So, was ist noch zu sehen? Ich kann hier natürlich entsprechend herumschalten und verschiedene Einstellungen tätigen. Hier gibt es übrigens auch topologische Informationen, die sich dann anzeigen lassen können und so weiter. Ich kann mal gerade hingehen und hier irgendwo reinzoomen. Versuche mal ungefähr zu treffen, wo wir jetzt eigentlich wären und sage dann wieder Apply. Und jetzt lässt sich sehen, dass hier einzelne Knoten sind. Ja, das sind also in diesem Fall Vektordaten mit topologischer Information. GRAS ist ein topologisches GIS, anders als die meisten anderen, die mit Simple Features unterwegs sind. Der Vorteil ist, dass eine Fläche weiß, was die Nachbarfläche ist. Und entsprechend lassen sich dann natürlich auch Qualitätskontrollen durchführen, beziehungsweise bestimmte Berechnungen sehr leicht machen, die in der Simple Feature-Welt eher etwas schwieriger sind. Aber das nur am Rande. Was noch zu sehen ist, hier unten ist eine Kommandozeile zu erkennen. Und im Endeffekt ist es so,
dass die grafische Oberfläche nichts anderes tut, als hier die Kommandozeile herzustellen und dann an das GRAS-System zu schicken. Ich kann auch hingehen und mir diese Kommandozeile kopieren. Jetzt ist die in meinem Clipboard drin. Kann hier zum Beispiel hingehen und die wiederum hier reinpasten. Jetzt würde die Karte nochmal angezeigt. Das heißt, ich habe sie jetzt hier zweimal vorliegen. Ist jetzt nicht so spannend, weil ich sie vorher schon hatte. Aber das ist möglich. Zweiter Vorteil, diese Informationen können natürlich in ein Skript geschrieben werden und entsprechend lässt sich dann eine Automatisierung durchführen. So, ich habe jetzt eben schon hier ein bisschen Bewegung in der Karte gehabt. Also hier gibt es entsprechende Zoom-Möglichkeiten natürlich, wie bei jedem anderen GIS auch. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, vielleicht sollte ich mal eben die Topologie wieder ausschalten. So. Dann gibt es hier auch noch verschiedene Analyse-Tools. Ich kann Distanzen messen, Flächen messen, Profile anzeigen, diverse Plots machen, Histogramme angucken und so weiter. Und hier haben wir die Möglichkeiten, Legenden anzuzeigen. Rasterlegenden, Vektorlegenden, Nordpfeil und so weiter. So, einmal Nordpfeil. Hier ist dann das entsprechende Tool, um die Dinge zu verschieben. Und mit Doppelklick kann ich wieder draufgehen. Einfach zum Beispiel den Stil ändern oder die Farbe ändern, wenn ich jetzt irgendwas anders haben möchte. So, dann färbt sich das um. Und mit der rechten Maustaste kann ich diesen Pfeil auch wieder verschwinden lassen. So, das war also letztlich schon mal der Übergang zwischen grafischer Oberfläche und der Kommandozeile. Ich persönlich nutze sehr viel die Kommandozeile, weil die Kommandozeile wirklich sehr potent ist. Ich habe die vorhin diskret zur Seite geschoben. Es gibt tatsächlich zwei. Das soll aber nicht verwirren. Diese hier ist direkt in Kontakt mit der grafischen Oberfläche und diese Kommandozeile hier kann natürlich auch die gesamte Verarbeitung machen. Und hier ist auch noch der Vorteil, dass ich die Auswahlmöglichkeiten habe. Wenn ich Tabulator drücke, dann sehe ich alles, was mit WA anfängt zum Beispiel. Zum Beispiel Watershed, dann schreibe ich noch hier T hin und mache wieder Tabulator. Und darüber will ich dann auch sehr schnell, um verschiedene Dinge zu starten. Und wenn ich tatsächlich die Oberfläche auch haben wollte, nur um zu zeigen, dass das alles miteinander kombiniert ist. Der hat sich jetzt gerade eben angeöffnet. Dann schreibe ich einfach hier User Interface und dann kriege ich hier wiederum meine grafische Oberfläche. Die wird nämlich einfach dynamisch generiert. Das heißt, im Endeffekt sind alle Knöpfe hier, die zu sehen sind. Wenn ich auf ins Menü gehe, irgendwas öffne, das wird on the fly direkt generiert. Hat auch den Vorteil für eigene Ergänzung, lässt sich da ganz einfach die grafische Oberfläche automatisch generieren. Da muss nicht viel für gemacht werden. Gut. Ein bisschen Vektorstyling. Wir hatten die Flüsse vorhin schon mal gesehen. Rivers. So, jetzt haben wir die Flüsse. Ich schalte mal die Länder wieder ab. Und jetzt ist es möglich natürlich, die Flüsse sehen jetzt noch ein bisschen unspektakulär aus, hier hinzugehen. Und entsprechend über Doppelklick zu gucken, dass bestimmte Dinge geändert werden sollen. Und zwar, wenn die Hierarchie der Flüsse angezeigt werden soll, dann kann ich auch entsprechend hier hingehen und bestimmte Dinge umstellen. Zum Beispiel hier ein numerisches Attribut nutzen. Ich gucke nochmal eben in die Attributtabelle. Hier ist das Symbol für die Attributtabelle. Kann ich mir entsprechend angucken. Hier sind diverse Attribute schon vorbereitet. Und Scale Rank, das ist letztlich die Hierarchiestufe der einzelnen Flüsse. Gut. So, jetzt sehen wir hier etwas kräftiger die verschiedenen Flüsse. Und das lässt sich natürlich jetzt beliebig schön gestalten mit etwas mehr Zeit, die wir jetzt gerade nicht haben. Aber um die Idee zu zeigen, ist das wahrscheinlich jetzt erstmal klar. So, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Rasterkarten zu stylen. Da werden wir später zu kommen. Jetzt möchte ich aber erst noch was anderes zeigen. Ich gehe wieder zu meinen Ländern und möchte mal zeigen, wie ein bestimmtes Land extrahiert werden kann.
Und zwar läuft das so, dass ich, wenn ich etwas extrahieren möchte aus einer Vektorkarte, hier im Layer Manager die Karte selektiere, dann gehe ich ungefähr dahin, wo ich hin möchte, zum Beispiel nach Südamerika, sage, ich möchte Brasilien meinetwegen haben. Das heißt, ich nehme das Selection Tool und wähle jetzt hier Brasilien aus und damit habe ich das selektiert und kann jetzt hier über Create New Map entsprechend hingehen und mir diese Karte speichern. Das ist eine Möglichkeit, mache ich jetzt nicht. Die andere Möglichkeit ist, hinzugehen und eine Selektion zu machen. Und das lässt sich hier über die rechte Maustaste, zeige Attributdaten, was nichts anderes ist, als hier oben das Icon anzugucken. Also nochmal kurz das Kontextmenü, rechte Maustaste. Da kann ich auch entsprechend hier Karten draus verschwinden lassen, kann sagen, ich möchte auf diese Karte zoomen und so weiter, die entsprechenden Dinge, die es so gibt. Kann Farbtabellen ändern. Und jetzt kann ich hingehen und gucken, was gibt es denn hier als Möglichkeit? Hier gibt es irgendwo eine Spalte, die muss ich gerade finden, die Name heißt zum Beispiel und könnte dann hingehen und entsprechende Selektion machen. Hier ist auch ein SQL-Bilder dabei. Hier kann ich also hingehen und sagen, dass Admin, ich kann auch Get Sample drücken, dann hätte ich jetzt erwartet, dass ich hier sehe, dass hier entsprechende Werte angezeigt werden und kann unten dann eine Abfrage konstruieren und sagen, das soll jetzt Brasil, ich weiß gar nicht sicher, ob die Schreibweise ist, nicht ganz richtig. Mal Brasilien ausgewählt, aber dieses Mal über eine SQL-Abfrage. Und das kann natürlich dann auch entsprechend gespeichert werden. So, soweit dazu. Dann ein Hinweis. Ah, hier haben wir schon den Fehler, das ist dann was für später. Wir haben auch erst die Alpha-Version. Ich lösche das jetzt mal diskret. Dann geht es weiter. Es gibt eine Möglichkeit, eine Einstellung zu verändern. Diese Einstellungen, insbesondere bei der Rasterdatenverarbeitung, sind wichtig. Und zwar ist es so, bei der Rasterdatenverarbeitung, das gilt auch für andere Softwarepakete, kann angegeben werden, wie viel Speicher soll genutzt werden. Es gibt einen Befehl, um zu sagen, dass ich mehr Arbeitsspeicher nutzen möchte für Rasterprozessierung, da wir gleich einige tun werden. Habe ich jetzt hier mal gesagt, bitte auf meinem Laptop 6 GB benutzen, statt 300 MB, was normalerweise der Standard ist. Und das hat sich Gras jetzt auch für alle Tage auf meiner Maschine gemerkt. So, jetzt möchte ich mal weitermachen mit einem anderen Datensatz. Und zwar schließe ich das jetzt hier erstmal, gehe wieder auf meinen Datenmanager zurück, habe jetzt also, wie wir gesehen haben, kein Display, ist aber unkritisch und möchte jetzt erstmal hier eine neue Location erzeugen, denn ich möchte einen externen Datensatz benutzen. So, Create New Location, also neues Projekt anlegen. Das nenne ich mal OTM, habe ich das schon. Ja, im Prinzip habe ich das schon. Ich schreibe es trotzdem nochmal hin, OTM 32 zum Beispiel. Dann gehe ich in diesem Dialog weiter. Jetzt kann ich sagen, ich weiß den EPSG-Code. Das ist also ein Code, mit den EPSG-Codes sind alle möglichen Projektionen standardisiert worden. Wenn ich den weiß, schön. Wenn ich den nicht weiß, kann ich gleich suchen gehen. Alternativ kann ich auch sagen, ich habe schon eine Datei, wo die Metadaten genutzt werden sollen. Dann würde ich eben auf diesen Dialog gehen und entsprechend weitermachen, mir eine Raster- oder Vektordatei nehmen und sagen, bitte davon die Metadaten übernehmen. Jetzt gehe ich aber weiter und sage, ich möchte hier OTM nutzen. Ich weiß, weil ich Geograf bin, zufällig den Code, nämlich 25832. Und entsprechend sehe ich dann hier, kann OTM schreiben, dann sehe ich halt alle Möglichkeiten es gibt ja viele OTM-Zonen, auch verschiedene spezielle. Wenn ich jetzt hier weitergehen, dann werde ich nach einem geodätischen Datum gefragt. In diesem Fall das, was für die ETS 89-Region da ist, gibt es nicht viel Auswahl. Dann sage ich ja gerne
und dann würde entsprechend hier, wenn ich jetzt auf Finish drücke, diese Location generiert. Ich habe die aber schon, deshalb mache ich das jetzt nicht, sondern gehe stattdessen hier rein in die, Moment, die war es nicht, die hier, die ich schon einmal angelegt habe. So, und mit Switch Map Set kann ich jetzt hier rein wechseln und entsprechend wird mir dann eine neue grafische Oberfläche eröffnet, die natürlich jetzt bislang noch nichts beinhaltet. So, mein Ziel ist jetzt, einen Datensatz zu importieren, den haben wir vorbereitet. Das ist, das ist ein Cloud Optimized GeoTIFF. So, was ist Cloud Optimized GeoTIFF? Das ist die Möglichkeit, dass wir eben das hier auf einem anderen Bildschirm vorbereiten. Da gibt es einen Link. Dieser Link ist letztlich nichts anderes als eine Adresse auf einen GeoTIFF-File. Nur dieses GeoTIFF-File ist Cloud-optimized, das heißt, es ist möglich, daraus auch Teile nur zu lesen und das ist deutlich schneller. So, jetzt gehe ich also entsprechend hin. Die Location habe ich mir schon generiert. Und ich möchte jetzt noch eine Vektorkarte, um nämlich meine Region festzulegen, importieren. Das heißt, ich gehe hier auf Import Vector Data und hole mir über diesen V-Import die Karte rein. Kann sagen, wo liegt denn die Karte? Die liegt bei mir unter Data. So, ich habe hier einen JSON vorbereitet. Bonn City OSM, das habe ich von OpenStreetMap importiert, exportiert natürlich und das wird jetzt hier entsprechend importiert. Und jetzt sehen wir hier die Karte von Bonn. Das sind die Stadtgrenzen von Bonn. Das ist der Admin Level 4. Und entsprechend kann ich jetzt sagen, ich habe das jetzt hier im Display, bitte setze meine aktuelle Region auf diese Karte. So, was soll das bedeuten? Wir möchten ja nur einen Teil der großen Karte importieren. Und entsprechend gehe ich natürlich hin und importiere nur diesen Teil. Dazu muss ich natürlich auch dem System sagen, wie geht das denn? Und zwar folgendermaßen, g.region, das ist unsere Regionsverwaltung. Erwischt. Ich sage jetzt bitte, setze die Region auf diese Karte. Ich mache noch minus P für Print dahinter. So, jetzt habe ich also hier eingestellt die aktuelle Region und das ist ein besonderes Konzept bei GRASS. Ich kann also sagen, ich möchte nur in diesem Gebiet rechnen, nicht in der gesamten UTM-Zone. Und kann auch gleichzeitig sagen, ich möchte eine Rasterauflösung dann haben, die 30 Meter beträgt. Denn das, was ich tun werde, ist gleich von diesem neuen Höhenmodell, und das ist das, was ich jetzt machen möchte. Es gibt das neue Copernicus-Höhenmodell seit einigen Monaten und Wochen, auch nicht länger, entsprechend nur einen Ausschnitt importieren. Und ich kann jetzt dem Importer, in diesem Fall dem Raster-Importer, sagen, bitte hole diese Datei vom Server. Das ist hier die Syntax dafür, das ist auch dokumentiert und nenne die Karte so und bitte schneide gleich mal on the fly aus, was die aktuelle Region ist und importiere das so, dass 30 Meter ankommen. Ich habe das jetzt mit UI gestartet, dann kann man das Ganze hier nochmal sehen als grafische Oberfläche. Also hier kommt der Pfad rein auf die Karte. Und bei Output sage ich, das soll die Karte sein, wie wir gesehen haben. Ich habe das vorhin hingeschrieben, aber das wird gleich alles hier entsprechend mit eingegeben. So, jetzt drücke ich auf Run. Jetzt holt GRASS von dem Server entsprechend die Karte ab. Das dauert ein Sekündchen, aber das müsste relativ schnell gehen, weil in der Karte, die durchaus viele Gigabyte groß sein kann, jetzt nur dieser kleine Ausschnitt importiert wird. So, 14 Sekunden hat es gedauert. So, da ist es angekommen. Was mache ich jetzt gerade? Ich habe hier ein Tool,
Das heißt, add multiple Rust and Vector Data. Also hier eine einfache Auswahl. Da kann ich jetzt hier umschalten, welche Karte ich nehmen will und durch Anknipsen entsprechend die Karte bekommen. So, jetzt habe ich sie gleich zweimal geholt. Einmal weg. So, jetzt kann ich mir die Karte angucken und sehe hier den Rhein natürlich, Siebengebirge und so weiter und habe hier das Höhenmodell. Ich kann auch die Karte natürlich abfragen, dann wähle ich sie aus, kann fragen, wie hoch ist denn der Rhein hier gerade in diesem Höhenmodell? 44 Meter über Normal Null. Hier Drachenfels und Umgebung ist natürlich entsprechend höher. So, das heißt, wir haben jetzt eine Karte, Kartenausschnitt von einer gigantischen Karte, die irgendwo im Netzwerk liegt, einfach direkt importiert und sogar noch reprojiziert. Jetzt kann ich noch ein Schummerungsmodell daraus rechnen. Das geht mit. Achso, vielleicht sollte ich es erstmal rechnen, dann geht es natürlich besser. Ich hole auch noch das entsprechende Schummerungskarte, die ist nämlich auch schon fertig berechnet. So, ruhig Karte angeben, die heißt jetzt Hillshade noch im Namen. Nenne sie auch Hillshade und lasse das Ganze rechnen. So, hoffe jetzt, dass der Kartenimport entsprechend schnell läuft. So, das ist noch nicht richtig. Gut, hat irgendwie nicht geklappt. Ich habe überfragt. Denken wir uns, macht nichts, kein Problem. Wir können nämlich genauso hingehen und mit dieser Karte natürlich entsprechend uns die Schädsache hier einfach lokal rechnen. Und das ist nämlich dieser Befehl. Und hier kann ich jetzt entsprechend hingehen und sagen, die Karte möchte ich als Input haben. Das soll die Output-Karte sein und dann wird die entsprechend berechnet. So, sind auch schon fertig, ging vielleicht sogar schneller, als das runterzuladen. Und jetzt sehen wir hier das entsprechende Schummerungsmodell. So, und jetzt kann ich hingehen und hier entsprechend mir ein geschummertes Höhenmodell anzeigen lassen. Das heißt, ich gebe an, als Schummerungskarte nehme ich diese Karte, die wir gerade sehen. Als Farbkarte möchte ich dann bitte das Höhenmodell haben und entsprechend sehe ich jetzt hier meine geschummerte Karte. Wir können natürlich noch viel mehr damit machen. Ich hole hier mal eine Erweiterung. Das geht mit dem, irgendwie klemmt es gerade hier. Ja, schade eigentlich. Gut, das ist jetzt der Effekt Live-Demo natürlich. Irgendwas hängt jetzt hier. Können wir nicht ändern. Aber wir machen weiter mit einem anderen Befehl. Nämlich die geomorphometrischen Formen. Geomorph, Landform werden die auch genannt, die kann ich auch berechnen. Statt der Schummerung gibt es hier natürlich noch einiges mehr. Kommt hier 7 hin und ich muss natürlich auch sagen, wie die Karte heißen soll. So, die soll heißen So, jetzt habe ich hier die morphometrischen Formen berechnet und kann natürlich mir noch eine Legende angucken, denn sonst ist das Ganze vielleicht schwierig zu interpretieren. Das war nicht die Form, aber wir stellen uns das jetzt mal vor.
So. Achso, ich habe die Intensitätkarte gerechnet versehentlich. Ja, man sieht, ich bin eher auf der Kommandozeile unterwegs. Na, wo ist die denn jetzt? Ah, hier natürlich. So, jetzt aber. Jetzt muss ich noch sagen, dass ich die überschreiben möchte, weil ich die ja schon mal falsch gerechnet habe. Und hier darf kein Website-Name stehen. Gut. Nicht zu machen. Ist jetzt der Effekt Live-Demo, macht nichts. Dann machen wir mal weiter mit einem anderen Datensatz. Ich schließe das hier wieder und gehe wieder zu meinem Manager. Wir haben nämlich auch Daten vorbereitet von OpenNRW. Die OpenNRW-Daten sind ein großartiger Datensatz, die nämlich mehr oder weniger alles umfassend, was so im Geobereich existiert. Und da möchte ich gerne zeigen, da könnten wir jetzt genauso wieder hier den Import machen. Wir haben hier einige Daten vorbereitet. Da switche ich jetzt mal hin. Kölner Dom nämlich und Umgebung, also letztlich die Innenstadt. Und um jetzt hier nicht zu viel Zeit zu investieren, zeige ich jetzt einfach mal, was da ist. So, die Daten sehen so aus. Die habe ich jetzt schon eingefärbt entsprechend. Und das ist das, was wir jetzt hier sehen, ist das normalisierte Höhenmodell. Was bedeutet das? Ich kann jetzt hingehen und sehe die Höhen über normal Null. Das ist ein Datensatz, der vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht wurde. Ich kann also wieder hier reinklicken, sehe, der Rhein liegt ungefähr bei 0 Metern, also minus 1,50 Meter. Die Brücke hier 31 Meter und der Kölner Dom stolze 82 Meter, 60 Meter und so weiter. So, das heißt, das ist also, hier ist der Dom, Bahnhof ist sicherlich einigen bekannt. Da kann ich jetzt auch entsprechend wieder eine Färbung machen. Das passiert hier. Dann ist das Ganze vielleicht noch ein bisschen verständlicher. Das heißt, hier nehme ich die gefärbte Karte, dann, ich habe das Höhenmodell jetzt einmal vorliegen mit verschiedenen Farben. So, das ist hier eine andere Farbgebung. Hier können wir ganz gut die einzelnen Strukturen erkennen. Und ich kann natürlich auch hingehen und entsprechend mir die andere Karte einfärben, die wir vorhin hatten. Hier sind übrigens sehr viele viele Einzelkarten zu sehen. Das sind die einzelnen Kacheln, die runterzuladen sind. Und daraus lässt sich dann ein Mosaik machen. Und dieses Mosaik ist virtuell. Das heißt, ich muss nicht alles doppelt halten, sondern ich kann einfach in Gras, so wie bei GDAL, für die, die VRT kennen, sagen, ich möchte diese Karten zu einer virtuellen großen Karte zusammenfügen. Und das ist genau das, was hier jetzt gerade passiert. So, Rasterkarten-Styling. Man ahnt es, hier gibt es dann verschiedene, Entschuldigung, nicht hier, rechte Maustaste, kann ich hingehen und sagen, ich möchte die Farbtabelle ändern. Und dann kann ich mir hier, und das ist wirklich sehr gut in Gras gemacht, kann hier verschiedene thematische Farbtabellen schon mal vorauswählen. Warum ist das spannend? Das gibt es in vielen Geoinformationssystemen aus geheimnisvollen Gründen nicht. Aber hier haben wir sehr viel Zeit investiert, gute Farbtabellen bereitzustellen. Zum Beispiel Bevölkerungskarten, die schon logarithmisch sind, oder Niederschlagskarten und so weiter, Vegetationsindex, alles Mögliche. Und das ist das, was ich hier auch benutzt habe. So, andere Karten, die berechnet werden können, sind zum Beispiel die Skyview-Karte. Skyview, das ist die Sicht. Wir schalten das ab. Wie viel Licht kommt an jeden einzelnen Punkt in der Karte? Ja, da haben wir natürlich auf den Dächern sehr viel Licht. Wir haben hier in den einzelnen Aufbauten des Doms sehr viel Schatten. Wozu ist das Ganze gut? Das ist eine Berechnung, Skyview heißt die. Diese Berechnung ist dahingehend interessant, dass ich, wenn ich jetzt Stadtplaner bin
zum Beispiel sagen kann, ich möchte die Parkbank gerne in die Sonne stellen. Wo ist denn im Jahresverlauf denn bitte Sonne? Ja, ist natürlich nur ein Spaß, aber solche Dinge lassen sich entsprechend machen und außerdem sieht es doch recht nett aus. Ich kann mir das Ganze auch in 3D angucken. Das heißt, ich nehme hier das Höhenmodell. Ich entsorge mal hier aus der Ansicht die geschadete Karte. So, ich sehe das Höhenmodell, habe hier Skyview oben drüber liegen und dann kann ich hier auf den 3D-View umschalten. So, und das klappt auch. Jetzt sehe ich hier das Ganze in 3D. Im Flugmodus kann ich hier noch ein bisschen Einstellungen tätigen. Ich kann auch sagen, dass ich die Daten noch ein bisschen höher aufgelöst haben möchte. Dauert ein Sekündchen, weil die Karte groß ist. Aber entsprechend lässt sich jetzt hier Verschiedenes darstellen. Also das war die Höhenkarte. Dann wollen wir hier meinetwegen die Skyview-Karte oben drüber legen. So, und entsprechend sieht die aus. Wir haben ja vorhin ja gesehen. Kann mir das jetzt hier angucken und kann auch sagen, ich möchte das bitte gerne noch in höherer Auflösung haben, so lange, bis wir hier bei 1 Meter Auflösung angekommen sind. Ja, so sieht das aus. Das sind sehr schöne Karten. Die liegen offen im Internet bei Geobasis NRW. Lassen sich direkt in Gras importieren und sind natürlich auch für alle möglichen Dinge sehr gut geeignet. So, hypothetisch könnten wir jetzt hingehen und noch ein bisschen Überflutung machen. Ich kann also mit einem Befehl, der heißt r.lake, ich führe das jetzt nicht vor, wie das im Detail geht. Ich wähle das Höhenmodell aus und sage, wie hoch der Wasserstand sein soll und brauche dann aber noch eine Koordinate und sage zum Beispiel, der Rhein soll so und so viel Meter über normal Null, also über relativen normal Null sein. Das ist natürlich keine echte hydrologische Berechnung, die wir hier machen. Aber wir können das mal eben angucken. Das ist nämlich auch schon vorberechnet. So, dann läuft einfach das Wasser hier in die Stadt rein. Und Startpunkt war hier. Und es läuft natürlich entsprechend um die Gebäude drumherum. Wie gesagt, keine echt hydrologische Modellierung, aber um bestimmte Dinge mal zu probieren, vielleicht ganz interessant. Könnte auch übrigens für Kaltluftabflüsse relevant sein und so weiter. Genauso kann ich hingehen und ViewSheds berechnen. Und zum Beispiel bei 5G Antennenposition, wenn man jetzt mal annimmt, dass wie Lichtausbreitung funktioniert. Ich setze mir mal hier eine Antenne. Gucken, dass wir die auch erkennen. So, nehme ein Symbol, was vielleicht ein bisschen sichtbarer ist, diesen Stern zum Beispiel, und sage 15 als Größe. Dann ist jetzt hier eine Antenne aufgetaucht. Das ist ein Vektorpunkt. Hier nämlich. Und diesen Vektorpunkt kann ich als Basis nehmen, um mit ViewSheds zu berechnen, was sehe ich denn von diesem Punkt aus. So, ViewShed. So, jetzt ist von diesem Punkt aus, nehmen wir die Antenne nochmal oben drüber. So, von diesem Punkt aus, hier ist die Antenne. Was wird alles als Signal überhaupt angezeigt? So, und diese Karte, diese ViewShed berücksichtigt natürlich das Oberflächenmodell. Und entsprechend sehen wir hier beim Dom beispielsweise, vielleicht ist das mit der Shaded-Karte noch ein bisschen klarer. Was ist jetzt? Achso, hatte ich ja eben gelöscht. Na gut, macht nichts. Kann natürlich entsprechend dann sehen, wie die Signalausbreitung potenziell sein könnte. So, soweit zu ViewShed. Das Ganze ist auch für Aussichtspunkte interessant und alle möglichen anderen Dinge. Dann könnten wir noch mal einmal auf das Profilmessgerät gucken. Wir hatten ja hier gesagt, ist das Oberflächenmodell. Und entsprechend kann ich natürlich hingehen und hier mal ein Profil mir angucken. Dazu wähle ich das Höhenmodell aus, gehe hier in die Analyse und suche mir hier das Profiltool raus. Es ist jetzt schon voreingestellt, weil ich das hier ausgewählt habe und kann dann sagen, ich möchte gerne ein Profil malen und zwar von da bis da. So, und jetzt sehen wir entsprechend, habe nicht ganz den Turm getroffen, versuchen wir es nochmal.
noch wieder die Karte verschieben. Also. Ja, Profil. Karte auswählen. Versuche jetzt mal hier über die Türme rüber zu gehen. So, und entsprechend sehen wir hier den Verlauf, Turm und so weiter, Mittelschiff vom Kölner Dom. So, wir haben noch einige Karten mehr. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich schalte nochmal entsprechend um. So, wir hatten jetzt verschiedene Möglichkeiten, das werden wir heute nicht mehr schaffen. Also bevor ich umschalte, kann ich noch einmal zeigen, dass sich auch oben Streetmap hier integrieren lässt. Gehen wir hier zurück. Und zwar haben wir hier verschiedene, die Möglichkeit hier mal eben suchen, so Add Web Services. Hier können verschiedene Web Services integriert werden. Ich kann mir eine Adresse angeben. Hier sind auch schon einige wenige voreingestellt. Kann dann sagen, ich möchte eine bestimmtes Layer haben, zum Beispiel hier die Default-Karte. Und dann wird die entsprechend idealerweise runtergeladen. So, da ist sie auch schon. Und jetzt sehen wir hier quasi überlagert die OpenStreetMap-Karte. Da unten Sekündchen, weil ich hier gleichzeitig noch eine Videokonferenz mache. Aber das sind so Dinge, die sich natürlich auch integrieren lassen. Was übrigens auch geht, es gibt ein Tool, das heißt R in WMS. Dann gehe ich einmal hier hin. R in WMS. Genau, bei WMS schreiben geht vielleicht einfacher. Ein WMS-Tool kann ich hier oben wieder die Adresse angeben, habe aber die Möglichkeit, die Karte zu speichern. So, das bedeutet, ich kann die lokal übertragen. Und wenn es sich zum Beispiel um RGB-Infrarot-Bilder handelt, dann habe ich die Möglichkeit, hier entsprechend mit diesen Daten auch Analyse zu betreiben. So, was kann ich noch zeigen? Wir haben hier, ich gehe mal hier wieder raus und schalte um auf North Carolina. Damit wird jetzt hier das Display neu aufgebaut. Ich habe jetzt hier auch schon einzelne Karten. Kann zum Beispiel hier eine Analyse machen. Eben in meinem Skript hier entsprechend vorspringen. So, und zwar möchte ich gerne einmal hier das Einzugsgebiet berechnen von diesem kleinen Gebiet. Dazu aktiviere ich halt als Gebiet dieses kleine, ja, es ist ja kein großes Feld, aber sage dann, dass ich Einzugsgebiete berechnen möchte. Das ist der AirWatershed-Befehl. Da gebe ich an, das Höhenmodell bitte zu benutzen. Das ist hier nur das Schummerungsmodell, nicht? Aber das Höhenmodell haben wir natürlich auch. Und als Output-Karte möchte ich gerne hier die Basins berechnen. Und dazu ist noch anzugeben, wie groß denn diese Einzugsgebiete sein sollen. So, jetzt sind sie berechnet worden. Ich kann mir die dann entsprechend anzeigen. Das habe ich schon. So, und jetzt sehe ich hier die Einzugsgebiete von diesem kleinen Testgebiet. So, hier geschummert kann man auch gut sehen. Hier ist so eine Vertiefung. Das sind hier die Abläufe und entsprechend läuft das. So, das kann ich jetzt vektorisieren. Aus Zeitgründen gebe ich jetzt die Befehle hier rein und gebe im Endeffekt an,
bitte die Raster Einzugsgebietskarte nehmen und als Flächen vektorisieren. So, jetzt habe ich die hier, das ist die Vektorkarte, das ist die gleiche, die wir vorhin gesehen haben. Und hier sind natürlich die Attribute auch entsprechend da. Ich kann die nochmal eben umfärben, damit ein bisschen Farbe zu sehen ist. Nehmen wir einfach mal Random Colors. So, jetzt sind die entsprechend gefärbt. So, die Regie wird mich wahrscheinlich gleich darauf hinweisen, dass die Zeit rum ist. Genau, soweit. Viele Fragen. Viele Fragen, das ist gut. Das, was ich jetzt noch gemacht habe, ist einmal Vektorstatistik basierend auf Rasterkarte zu berechnen. Das geht so. Nehme die Vektorkarte und benutze das Höhenmodell als Basis und berechne mir die zonale Statistik für alles hier. Und entsprechend habe ich jetzt hier neue Attribute dran. Das sehen wir hier. Vorher waren ja nur letztlich die Flächen da. Jetzt habe ich aber für jedes Polygon auch die entsprechenden Informationen vorliegen. Das heißt, wenn ich hier abfrage, dann sehe ich natürlich die einzelnen, für das einzelne Polygon sehe ich die Werte, was ist die Minimumhöhe, die Maximumhöhe, Average und so weiter. Gut, wir haben ungefähr 40-60% von dem, was wir vorbereitet haben, geschafft. Ich hätte noch zeigen können, aber die Zeit ist natürlich in 45 Minuten nicht da. Hätte noch zeigen können, wie maschinelles Lernen geht, zum Beispiel eine Landsat-Kartenklassifikation zu machen. Wir hätten noch Zeitreihen angucken können, Sentinel-2-Daten runterladen und prozessieren und noch viele andere Dinge mehr. Aber es gibt ja noch mehr Zeit in der Zukunft. Es gibt viel online und das Material stellen wir natürlich auch gerne zur Verfügung. Ja, damit würde ich dann erstmal schließen und nochmal kurz hier auf hinweisen. Das sind unsere Kontaktadressen, die natürlich entsprechend genutzt werden können und gerne Fragen jetzt. Ja, vielen Dank, Markus, für diese Präsentation. Wirklich wieder sehr beeindruckend, was alles möglich ist. Und wir haben, wie ich schon gerade eben kurz aus dem Off gesagt habe, sehr viele Fragen währenddessen im Chat bekommen. Die würde ich jetzt gerne nacheinander abarbeiten, ein bisschen strukturieren. Die erste Frage, die auch sehr viele Votes bekommen hat, war, welche Vorteile bietet die CRAS GUI gegenüber der von QGIS? Lässt sich schnell beantworten. Also die CRAS ist ja ein sehr umfangreiches System in QGIS, eine sehr schöne GUI natürlich, nutze ich auch gerne. Gibt es die Möglichkeit, einen Teil der CRAS-Befehle zu nutzen, aber es sind nicht alle abgebildet und viele Funktionalitäten sind eben in QGIS natürlich von CRAS nicht drin, das ist ja ganz klar. Entsprechend für die Menschen unter uns, die gerne grafische Nutzeroberfläche nutzen, können übrigens parallel und gleichzeitig darauf zugreifen. Man kann also ohne Probleme alles gleichzeitig benutzen, überhaupt kein Thema. Und sich dann entsprechend im CRAS-Menü die Sachen suchen, die vielleicht bei QGIS nicht zu sehen sind. Gut, die zweite Frage, die auch sehr viel Interesse hervorgerufen hat, war, nutzt CRAS mehrere CPU-Kerne oder sogar die GPU für Berechnungen? Das ist noch unterentwickelt. Wir haben interessanterweise, das sind auch Dinge, die ich noch nicht gesagt habe, wir haben mehrere Google Summer of Code-Aktivitäten laufen. Google Summer of Code ist ein jährliches Projekt von Google, gesponsert natürlich im Rahmen von OSGeo. Da wird gibt es drei bei uns, einmal die aktuelle neue CRAS GUI nochmal ähnlicher zu machen, dass sie ähnlich wie QGIS aussieht. Kleiner Hinweis am Rande, dürfte im August fertig sein. Das zweite Projekt ist Parallelisierung von CRAS-Kommandos. Da wird einiges passieren. Es sind nicht sehr viele bislang parallelisiert, weil das sehr komplex ist. Aber da läuft eben jetzt ein mehrmonatiges Projekt zu. Und das dritte ist Jupyter Notebooks. Gibt es nämlich auch. Das ist auch noch eine Möglichkeit, um mit CRAS zu arbeiten. Im CRAS-Wiki sind schon verschiedene verlinkt. Da wäre natürlich auch die parallelisierte Verarbeitung sehr interessant. Das, was wir oft machen, gerade auch im Cloud-Bereich, ist, jeden Job einfach parallel zu starten. Das heißt, nicht eine Karte parallelisiert zu verarbeiten, sondern wenn verschiedene Daten da sind, einfach pro Karte einen Job zu starten. Und entsprechend ist das ja auch nicht langsamer,
parallelisierbar. Das geht mit Jobmanagern, das geht mit Kubernetes oder was auch immer, Actinia. Gut, dann eine weitere Frage ist, welche Austauschformate oder Standards eignen sich für topologische Geodaten? Ja, das ist eine Frage, die sehr spannend ist. Es gibt sehr wenige Austauschformate. Im Endeffekt ist es so, dass wenn die Daten topologisch korrekt sind, natürlich auch kein großes Problem besteht, jetzt als Single Feature zu exportieren, also GeoPackage zum Beispiel. GAS hat als Default-Format GeoPackage für den Export eingestellt und GeoTIFF für Raster. Man kann dann anknipsen, ich möchte aber lieber die Geschmacksrichtung Cloud Optimized haben oder ich möchte aber unbedingt Shapefile-Format haben. Da GAS sowieso auf GDAL und OGR basiert, können wir letztlich alles tun, was GDAL und OGR kann. Wir können auch direkt in die Attribute zum Beispiel in PostgreSQL speichern, also den direkten Link herstellen. Da gibt es also alle Kombinationsmöglichkeiten. Wir nutzen, weil es die Frage war, vor allem GeoPackage in den letzten Jahren. Aber es gibt jetzt kein spezifisches Austauschformat für topologische Daten, das jetzt zu nennen wäre. Ist mir persönlich nicht bekannt. Also nichts, was jetzt irgendwie eine große Marktrelevanz hätte. Okay, gut, danke. Ja, dann ist noch eine Frage. Die ViewShed-Ansicht auch in 3D einfach möglich? Fragezeichen. Ja, natürlich. Also ich habe im Endeffekt ist es so, ich habe vorhin diese Schummerungskarte drüber gelegt, also diese Skyview-Karte drüber gelegt. Alternativ kann ich einfach die ViewShed-Karte drüber legen und das sieht dann natürlich entsprechend aus. Ich kann mal einmal, derweil ich noch rede, habe ich sogar ein Bildbeispiel da. Gut, wir können ja schon mal die nächste Frage beantworten, derweil ich hier parallel suche. Dann kam noch die Frage, muss ich als Nutzer etwas beim Upgrade von 7 auf 8 beachten, in Bezug auf Rückwärtskompatibilität? Nein, aktuell gar nichts. Also wir haben an den Formaten nichts gemacht. Die sind so geblieben. Wir hatten vor, das Rasterformat umzubauen, also einfach intern umzustrukturieren. Das ist jetzt nicht direkt passiert, aber das macht auch nichts. Denn das ist eine Sache, die dann sowieso automatisiert laufen würde, die wir jetzt momentan noch nicht in Angriff genommen haben. Also man kann einfach umschalten. Die ganzen Daten, die ich gezeigt habe, die habe ich mal irgendwann in GRAS 7 erstellt, ist also überhaupt kein Problem. Gut, dann genau zu den Multi-User-Funktionalitäten. Hat GRASGIS sein eigenes Berechtigungsmodell oder läuft dies über die File-Permissions des Betriebssystems? Es läuft über die File-Permissions, also zum Teil, also im Prinzip erstmal über die File-Permissions des Betriebssystems. Das heißt, die User-Verwaltung ist einfach transparent auch in GRAS dann anwendbar. Was aber möglich ist, ich kann sagen, ich möchte meinen Unterordner, also Mapset sogenannte, nur für mich selber haben und darf sonst niemand angucken. Das kann man auch mit g.access entsprechend steuern. Und das ist ein Befehl, der sieht halt aus wie ein Befehl, hier g.access. Und dann kann ich hier Gruppen wählen, grant, revoke und so weiter. Dürfen andere das sehen, darf nur ich das sehen. Das ist aber letztlich auch wieder basierend auf dem, was das Betriebssystem anbietet. Okay. Und dann haben wir noch eine kleine letzte technische Frage. Ja. Das ist, unterstützt GRAS auch schon Vektorteils? Ich sage mal so, GRAS unterstützt das, was GDAL und OGR unterstützt. Gut. Glaube ich erstmal die erste Antwort in GRAS selber. Man muss sagen, die GRAS-Daten intern, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann die importieren, das ist eigentlich der Klassiker. Es gibt intern jede Menge Optimierung und Segmentierbibliotheken und so weiter. Ich kann sie aber auch einfach registrieren von extern. Das ist natürlich ein paar Prozent langsamer, aber nicht sonderlich viel. Das ist bei Vektordaten deutlich komplizierter, weil natürlich eben diese Übersetzung Simple Feature Topologie irgendwie stattfinden muss. Und da wird für solche Fälle eine Pseudotopologie generiert. Aber ansonsten verweise ich auf GDAL OGR und das ist das, was wir im Endeffekt anzubieten haben. Okay, dann gab es noch zwei Fragen zur... Eine zu Tutorials und eine zu
dem Release-Date. Das eine ist, wird es eine Neuauflage des GRASS-Buches Open Source GIS, a GRASS-GIS-Approach zur Version 8 geben? Das fragt mich der Verlag seit 2013. Wir haben es immer wieder rausgeschoben, weil das irrsinnig viel Arbeit ist. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir uns darum kümmern können. Und ich denke, das ist mal wieder an der Zeit. Dann haben wir nämlich anderthalb Versionen übersprungen und dann wäre es natürlich schön, da mal wieder weiterzumachen. Wir hatten angefangen, aber es ist dann irgendwo versandet. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass unser Autorenteam da sich entsprechend betätigen wird. Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Danke. Und dann zuletzt noch, vielleicht war es am Anfang des Vortrags noch mal drin, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wann wird GRASS GIS 8 erhältlich sein? Ich denke mal zum allgemeinen Download nehme ich an. Ja, das ist, wir haben geschrieben, geplant im Frühsommer. Eigentlich sollte es jetzt schon auf dem Tisch liegen. Deshalb gibt es diese Preview-Version, die ich heute gezeigt habe, die noch vielleicht 2% Kinderkrankheiten hat, die wir aber noch rauskriegen werden. GRASS selber funktioniert ja sowieso. Das Einzige, was jetzt noch ein bisschen zu Ende optimiert werden soll, ist die grafische Oberfläche, wo noch vielleicht ein paar Kleinigkeiten repariert werden müssen. Aber der Rest ist sowieso fertig. Das heißt, ich gehe davon aus, dass jetzt haben wir Juni, dass wir versuchen, das im Juni, Juli rauszubekommen, weil wir natürlich auch bei der nächsten großen Konferenz, nämlich der Phosphor G, damit entsprechend unterwegs sein wollen und sowieso es an der Zeit ist, die Sache zu publizieren. Ja, danke schön.